Ja, lang ist's her. Vor 4 Wochen kam der letzte Part von Ghosts Lost in School. Und eigentlich hatte ich nicht vor, die Pause so lang zu machen, hatte aber nicht berücksichtigt, dass ich in diesem Monat sehr, sehr viel zu tun hatte. Klausuren, Projekte, alles fürs Studium und deswegen kamen keine Videos. Einfach nur mal für euch als Info, warum jetzt keine Videos kamen oder wahrscheinlich auch die nächsten 2, 3 Wochen erstmal wieder nicht kommen. Danach wird es aber höchstwahrscheinlich wieder ein bisschen bergauf gehen mit der Upload-Rate, wenn man das so nennen mag. Und das nur so als kleine Info. Und jetzt viel Spaß mit Ghosts Lost in School, dem vierten Part. Und ja, heute in dem Part brauchen wir so ein bisschen Turtles Hilfe. Und warum, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. So, wir suchen immer noch den Unterschied von irgendwas. Oder das, was gleich ist von irgendwas. Ich schreibe mir das nochmal gerade auf den Satz. Ach so. People always look at natürlich dann Ja. what Hätte ich nochmal besser schauen sollen, aber mein Englisch so. Wie gesagt, wir haben echt viele Möglichkeiten jetzt. Wir gucken halt in verschiedenen Räumen, was anders ist oder halt wirklich, was dann gleich ist. Aber ich glaube, das wäre Ja, also was mir aufgefallen ist, dass die Uhr, dass überall eine Uhr ist. Aber ich glaube nicht, Stimmt. dass das damit zu tun hat. Wir Warte, haben ja die vielleicht gibt's Uhren ja. mal angesprochen. Ja, aber es gab doch. Gibt's Räume, wo keine Uhr? Was? Aber sollen wir dann wissen, wo die hätte sein sollen? Außer die Wand, wo die Uhr drauf ist, ist immer gleich. Weißt du? Also hier ist auf jeden Fall eine Uhr. Wir können ja auch sonst noch mal in der 6 gucken. Was war Raum 6? Raum 6 Schengen, ja. war. Okay, danke. Ja, okay, das ist jetzt ja. Wie gesagt, ich leider. Oder. Ja, das ist ein dämlicher Unterschied eigentlich. Ich wollte sagen, die Toilette. Das ist eine Jugendabteilung und eine Mädchenabteilung. Das ist auch ein Das Unterschied. macht total Sinn, weil People. Weißt du, auf Was Us? wolltest du sagen? Was? Ach, People wolltest du sagen. People, weil Us, what makes Us? Das ist nur. Da krieg ich jetzt alles hin. Das klingt gerade so einleuchtend für mich, weißt du das? Ja, für uns. Für ihn wahrscheinlich nicht. Ja, das dachte ich mir jetzt halt, weil da ist ein Unterschied. Also. Weil die auch gesagt haben, nicht für mich gemacht. Das ist der Unterschied. Warte. Ach so. Ach so, oh nein. Zettel, ja. Okay, das war's leider nicht. Das war aber ein guter Ansatz, glaube ich. Da ist auch ein Unterschied, links sind keine Blumen. Aber man kommt da nicht dran. Ach so. Oben. Also in welchem Raum haben wir es jetzt gefunden? Warte! In welchem Raum haben wir es jetzt gefunden mit diesem. Achso, das war unten, Musikzimmer. 7. Da haben wir aber schon geguckt. Was war jetzt 6? Wo war jetzt 6, der meine ich? Chemieraum, der war rechts. Der war rechts. Im Flur. Achso, ja, ganz rechts, stimmt. Im Flur steht. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich meine, das Fenster ist auch anders, ne? Aber guck mal hier. Ja gut, das ist halt eine kleine Uhr, ne? Anders, ne? Und halt eine kleine Uhr. Ja. Statt großer Uhr. Großen Uhren. Bei mir sind halt die Uhren immer aufgefallen, so komisch. Aber ich weiß nicht, ob das halt eine Bedeutung hat. Mag ja Vielleicht sein. ist das auch subjektiv, dass mir das auffällt. Aber mir ist echt aufgefallen, dass es mit jedem Raum eine Uhr. Und immer war irgendwas mit der. Entweder komische Zeiger, oder sie geht nicht richtig, oder sonst irgendwas. Das stimmt schon. Gab es mal eine Uhr, die richtig ging? Die geht falsch, die eine hatte Es 13 gab eine aus dem 19. oder 20. Jahrhundert, die Ja, das stimmt. Schau mal das Fenster nochmal genau. Nee. Die anderen Räume kann man auch nicht öffnen. Wahrscheinlich noch nicht, weil wir haben ja die ganzen Schlüssel noch nicht. Ja. Das Spiel könnte man eigentlich nur so gut speedrunnen. Ja, aber es geht ja auch dabei eher darum, dass man. Ja, mir ist es nur aufgefallen beim Testen. Wenn ich bestimmte Sachen teste, oder halt das ganze Spiel in einem teste, habe ich ja das ganze Spiel durchgespielt. Und teilweise, wenn ich nur bestimmte Stellen dann getestet habe, konnte ich durch einen anderen Rest einfach so durchwaschen. Ich kenne die Rätsel. Dieser Brief hat ja eigentlich eher wahrscheinlich weniger. Wundervoll. Ich wollte jetzt nochmal den Witz hören. Ja, gucken wir hier nochmal. Den So. Raum hier mit das war's doch noch nicht. Der ist irgendwie so unvollständig. Da haben wir gar nicht was gemacht. Also, was was war das ist, nochmal? Die Aufsätze. So. Was anders ist in dem Raum, ist der Thron. Der ist komisch. Aber diese eine Uhr, die funktionierte, die war ja. Meine ich hier, ne?
wenn du nochmal die Frau, die wartet, ansprichst. Also hier unten habe ich auch schon geschaut bei diesen antiken, bei diesen Mittelalter-Sachen. Das ist alles gleich. Ja, vor allem kann man die ja auch nicht ansprechen. Die Vorderen sagen ja immer das Gleiche. Ja, aber noch, wer weiß. Da sind die gleich, Mann. Das. Das Becken zerbrochen, Helm, das. Tumor hat da auch so ewig gebraucht. Aber ich muss sagen, die Spielweise unterscheidet sich dann doch extrem. Ist das gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Obwohl, eigentlich ist es fies, das zu fragen. Sag's nicht. Ich hab keinen blassen Schimmer. Aktuell. Wir gehen mal nochmal raus. Nein. An manchen Stellen war es für euch besser, eure Herangehensweise. Bei manchen ist Thomas' Herangehensweise besser gewesen. Die Weltkarte. Weltkarte ist anscheinend eher ein Zungenbrecher. Ich meine, wir können nochmal durchs Musikzimmer gehen und nochmal alles durchgucken, aber eigentlich war da ja nichts. Vor allem, also das eine Item da oben rechts. Ne, das war ein Item. Das war diese nächste Nummer, die habe ich ja gefunden. Dann hätte ich gesagt, hier irgendwo. Genau. Ist jetzt wirklich. Der Wand ist auch nichts, oder? In den Ecken. Ist da irgendwie wieder so irgendwie gerade was? Kann ich gerne hören. Wäre auch arg gemein. Das zieht alles in die Luft. Das wäre auch echt. Ja, ich meine, es würde auch keinen Sinn machen mit dem Platz. Was machen wir uns denn anders? Was ist anders? Also es fällt halt auf, dass es zwei Klassenzimmer gibt, ja. Ja. Da könnte man am ersten einen Unterschied vermuten, aber da waren wir ja jetzt schon mehrmals durch. Und das eine war das halt mit dem Engel. Wo ist eigentlich diese Ecke bei dem Klassenzimmer? Das ist doch wohl offensichtlich. Ich dachte, ich hätte besser gemappt, dass man es gut sehen kann. Da, wo der Tisch steht, mit den ganzen, mit der Ausstellung. Ach so, ja, okay, so. Klar. Ja, da hab ich jetzt nicht dran gedacht. Schaust du nochmal gerade auf die Karte? So. Wo war das Lehrerzimmer? Ist das nächste. Ich meine, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Schülern und Lehrern, ne? Also, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Also, ich finde, wenn man lang genug überlegt, kann man in allem Unterschiede erkennen. Ja. Nur das ist immer, wenn man in der Schulzeit fällt das ja immer so auf, ja, warte mal, warte mal, also ich weiß es nicht, weil er gerade eben meint, die Spielweise ändert sich. Wir gucken die ganze Zeit nur nach Unterschieden, vielleicht hören wir, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu. Na gut, es gab natürlich dieses Kistenreißer, aber das haben wir ja schon gelöst. Ich meine, ich bin hier, um euch Tipps zu geben, aber es ist schön, dass ihr auch gut erstmal selbst probiert. Aber dieses Ass, das ändert sich in der Spielweise. Du hast ein Schild ausgezogen. Ja, wollte ich. Wieso? Wir uns dann ändern, aber schade. Simua, das ist immer noch ein optionales Item, das man zu diesem Zeitpunkt nicht besitzen sollte. Wenn stimmt. Man nicht gerade ein System übererkennt. Das ja. Zufällig auch noch passt. Während du dieses System genannt hast, dachte ich mir so, scheiße, das passt. Nein. Ja. Oh, super! Ich habe eigentlich meine Zahlen rausgesucht. Ich wollte eigentlich mal schauen, das beim Shoppen. Wir können auch flüchten. Sag mal. Ja, komm. Komm, es klappt jetzt. Ja. Sieht man mal, wie systematisch mein Kopf so ist. Okay. Ich weiß nicht. Nein, also. Weiß ich. Mein Kopf ist nochmal nichts.
Okay. Man kann sich ja nicht selbst ansprechen. Das ist das, ja. Ja, es geht ja darum, was uns anders macht. Und mit uns vielleicht damit aus die Figur gemeint. Und es geht halt tatsächlich um dieses, was ist anders, oder? Das ist boah, ich verzweifle gerade wirklich. Ja. Das will ich nicht speichern. Und wie lange? Oh Gott! Ah, jetzt habe ich schon. Du hast schon eine Viertelstunde nichts gemacht. Also rumlaufen und versuchen Rätsel zu lösen. Es ist aber auch fies. Ich hoffe, das ist jetzt eine halbe Stunde Part, sonst ist es langweilig anzusehen. Ich will euch ja wirklich das nicht aufdrängen, aber denkt ihr, ihr braucht einen Tipp? Bist du bereit für einen Tipp oder noch nicht? Wie groß ist denn der Tipp? Ich versuche ihn etwas generell zu formulieren, dass es nicht gleich so einfach wird. Von mir aus, ja. Ich bin gerade echt am Ende mit meinem. Also wie ich eben bereits gesagt habe, man kann, wenn man genau hinschaut, überall Unterschiede entdecken. Vielleicht sollte man es auf etwas Bestimmtes begrenzen. Diesen Bereich, wo man nach Unterschieden sucht. Mehr sag ich nicht. Hoffe ich. Vielleicht doch nochmal in dem Raum. Ja, weil das würde am meisten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kryptisch. Das würde an dem. Das würde einfach Sinn machen. Ich lese mal heftig. Leitmotive, interessantes Tiefen. Ja, ist ja auch schon faul hier. Leitmotive, interessantes Thema. Leitmotive, interessantes Thema. Stimmt, schaut es mal an. Das liegt wirklich anders. Das liegt wirklich ein bisschen oh, höher. Nein. Oh, Pixel. Das hat mein Auge, das hat unsere Augen wahrscheinlich wegrationalisiert. Übrigens, woran man es auch erkennen kann, sobald man gegen einen Gegner kämpft, ist das ja im Hintergrund. Und da sieht man das Buch nicht mehr. Also zwei kleine Indikatoren. Es ist echt nicht so einfach. Boah. Aber was ich mit der Herangehensweise so meinte. Wirklich so hier. Und dann geht's ein bisschen hier. Bei Tomo hat zwar dasselbe Problem gehabt, dass er nicht genug angesprochen hat, aber generell macht Tomo es häufiger, dass er mehr Sachen mehrfach anspricht oder sich nochmal wirklich genau alles. Ich hatte eben einfach nur das obere Rechte noch angesprochen und gedacht, ja, da wird nichts anderes. Ah, okay, gut, wir können weitermachen. Ist das schön. Das Buch liegt anders als die anderen. Wie geht das dann weiter? Teil 1 des Rätsels kriegt. Warte, what? People always look on. What? Gibt's das Lied wirklich? Nee, ich habe irgendwas hingeschrieben, damit es zum Rätsel und zum Musikraum passt. Gut, ich spreche einfach mal alles an und dann können wir weiter gucken. Warte, ein Zettel. Da, seht ihr, das Buch ist weg. Stimmt. Ah. Ja. Nochmal flüchten, nochmal kämpfen. Ja, so flüchten. Damit wir weiter überlegen können. Damit nicht der ganze Part. Wie geht der Song weiter? Vielleicht können. Achso, ja, vielleicht ist jetzt auf dem Zettel. Gucken, ja. Was? Das war der Hinten. When I've got the feeling that there is not this place. Nein, here is not the place. But elsewhere, where it's safe. And all I break is mirroring. Der Spiegel. Spiegel. Aber warte, when I've got the feeling that here is not this place, but elsewhere when it's safe. I break is mirroring. Du kannst ja ein Foto von machen, bevor du das alles abtippst. Ist einfacher. Dann müsst ihr wenigstens nicht immer zum Raum zurück, um das zu lesen. Darum geht's. Klingt ja noch mystischer. Warte, ein Hinweis. Achte auf die Verben in der letzten Zeile. Die letzte Zeile. Break und Mirroring. Break und Mirroring. Okay, Mirroring wegen. Den Spiegel zerbrechen. Den Spiegel zerbrechen? Ja. Mittlerweile kennt man hier den Weg alles, hin. Alles, was kaputt ist, wird gespiegelt. Hä? Was ist denn kaputt? Das Ding hier, ne? Der Topf. Nein, oder die. Irgendwo war noch eine kaputte Uhr. Aber das ist wahrscheinlich viel zu weit geführt. Safe. Ja!
das. In den vielen Klassenzimmern, diese zerbrochene Vase. Und ich dachte, das wäre schwieriger als das davor, aber nur gut. Okay, ja, vielleicht geht das Lied weiter. Boah, das Spiel ist echt. Das Spiel ist echt, echt überlegen. Ja, super. Das ist toll, wow. Ich find's auch. Ich find's ehrlich gesagt mittelmäßig. Tanz. Du kennst mich, ich würde sowas nicht hinkriegen. Ja, das ist kein Grund, dass es gut ist. Moment. Oh Gott, das genau. War grad böse. Wherever I go, it feels the same. I need no excuse for myself. It ends where I began. And when I die, I look at the world. Ends where I began. So, das ist so. Hat begonnen. Lass mal übersetzen. Überall, wo ich hingehe, fühlt sich gleich an. Genau. Ich habe keine Entschuldigung für mich selbst. Für mich selbst. Es endet, wo ich anfing. Und wenn ich sterbe, schaue ich die Landkarte, die Weltkarte. Und das ist auch im ersten Raum. Das ist achte auf die letzte Zeile, wenn du den richtigen Raum gefunden hast. Jo. Ehrlich gesagt hatte ich da am meisten die Zweifel, ob man das rausfindet. Aber und? Die Weltkarte, die war die ganze Zeit immer wieder und jetzt hat er die ihr. Ich hab mal gesagt, da ist auch irgendwas. Guck. Und? Achso. Was ist das? Das Klaviermusikraum? Ha! Wer hat es vorher gesagt? Du, Raven, aber es war auch klar. Ja, weil. Oh Gott, was? Erste Musik, die ich komponiere. Ja, ich wollte sagen, ich habe komponiert, den Anfang geschrieben habe. Das ist nämlich immer, wenn irgendwas mit Geistern ist, dann ist immer, wenn irgendwo ein Klavier steht, dann fängt es irgendwann an, von selbst zu spielen. Speicher nochmal. Oh, Hilfe! Ja! Okay. Wir sind voll. So. Ihr seid wieder so voll, also. Yes. Showdown. Das Klavier, nicht die Orgel. Okay. What? Was ist das? Also ich will jetzt mal wieder halten. Ich habe geschlagen mit dem Kerl. Redippo. 1400! Angriffsboost. Ja, danke. Oder warte, hält Schutz für eine Runde? Also dann kannst du nur schützen. Ja. Kannst dich angreifen, aber wenn er angreift, dann. Ach so, okay, wie Schutzschild bei Pokémon oder sowas? Nein, Schutzschild lässt dich bei Pokémon halt, macht, dass du gar nicht getroffen bist. Ja. Hier es kriegst du weniger Schaden. Das ist eigentlich nicht gut. Ich würde erst einen Boost machen. Ja. Weil das ist immer praktisch. 50 haben wir jetzt, okay. Und dann die Magieattacke, oder? Und wann gucken wir welche? Entweder Vantnova oder halt Blindheit des Gegners, wäre noch gut. Aber ich weiß halt nicht, weil ihr seht einen Gegner, ob das dann auch Schaden macht. Sieht nämlich nicht so aus. Soll ich euch sagen? Wenn du willst. Ja, es macht Schaden. Okay. Es macht am meisten Schaden vor all dem. Und hat Blindheit des Gegners. Und deswegen ja, kostet es auch so viel MP und Bomber? Genauso viel wie Vantnova, weil das halt mehrere Gegner trifft. Beziehungsweise jetzt macht es weniger Schaden, weil er sich geschützt hat. Gott. Wir haben noch 55 MP. Wir können einmal Flut der Uhrzeit machen. Aber dann haben wir keine Heilung mehr. Kann man den Angriffsboost auch mehrmals machen? Oder? Wir können auch unser MP kann man bis zu zweimal benutzen. Ach so. Aber denkt dran, ihr habt Items in Items. Genau. Ohne Items ist das Spiel kaum machbar. Unsere MP aufzufüllen und so. Ja, wir können ja nochmal einen Angriffsboost machen. Ja. Lohnt sich besser. Ja. Achso, deswegen steht hier zweifältig. Der erste Mal Angriff. Normalen Angriff? Leider geht der Angriffsboost nach einer Zeit weg. Also ich will eher heilen. Oh Gott, ich rede hier zu viel. Doch nicht. Doch nicht heilen. Ja, meinst du MP heilen? MP heilen meint natürlich. Ja, von mir aus, ja. Halt HP, halt viel MP. Wollen wir erstmal die Kleinen wegmachen? Oder erstmal das mehr abmachen? Ich hab jetzt still. Ja, das reicht für eine neue Attacke. Jetzt einmal mit Wolfgang. Und der schützt dich nicht. Trotzdem ist das ein harter Brocken. Und direkt. Ach ne, wir kennen dich direkt nochmal. Nochmal MP und nochmal Wolfgewitter, oder? Ja. Noch haben wir ja keine HP-Probleme zum Glück. Wir haben natürlich den Vorteil der Blindheit des Gegners.
Ja, wenn der es mal kriegen würde. Oh Gott. So, Karte. Da oben. Da oben ist das kleine Symbol. Das hier. Aber es bringt tatsächlich nicht so viel. Ich weiß nicht, ob das jetzt so. Und das ist der normale Angriff. Wir haben schon den Boost nicht mehr. Oh, Mist. Ich glaube, es sind vier Runden. Das macht ja kaum was. Aber der hat nicht getroffen. Komm, ein Angriff noch reinholen. Ja. Vor uns wieder auffüllen. Mit, ich würde sagen, der besonderen Traube, der glitzernden Traube, oder? Ja. Ja, voll. Jetzt nochmal Gewitter. Boost? Oder Gewitter erst? Verlieren halt noch eine Runde. Ja, komm, das ja, außerdem könnt ihr jetzt heute wieder zweimal machen mit 130 Dreh. Ja. Komm, mach mal. Wollte ich nicht ruhig sein? Ach, ist auch. Ist ein Aufschwung. Hat weniger als 50% seiner HP. Was erwartet ihr? Dreifach anstatt. Sorry. Wollte ich nicht sagen. Das passiert, wenn er dreimal hintereinander nicht trifft. Wegen eurer wundervollen Blindheit. Das Nebeneffekt. Nochmal, ja, und danach am besten heilen. Ja, so, dringend. Weil ich nehme an, der wird jetzt richtig losgehen. Oh ja. Es gibt übrigens noch ein Item, das ihr übersehen habt, das ihr auch benutzen könnt. Ja, klar. Ich viel habe, aber ich will das. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Das wird ja wahrscheinlich nicht der Endgegner sein. Wir sind ja nicht bei einem Augen durch. Glänzer oder normaler? Was würdest du sagen? Glänzer. Soll ich ehrlich sein, der normale Apfel bringt eigentlich kaum was. Okay, okay. Jetzt würde ich auf Angriff setzen. Weil so viel hat er. Angriff ist die beste Verteidigung. Drei, ja, ja, das sollten wir jetzt schaffen. Komm nochmal. Einmal Angriff ohne Heilung und danach vielleicht noch einmal heilen. Ja. Ja, oh, heilen, ja. Heilen. Wenn wir jetzt genau, wenn wir jetzt daneben sind, dann sind wir weg. Normale? Ach, komm mal. Nein, der Glänzer. Jetzt hört jemand meiner nicht so viel. Ach. Ja. Der meinte, der normale macht nicht viel. Ja, meinte ich. Ja, der normale macht nicht viel. Ja, weil ich gerade auf dem normalen war. Wo man, ja, auf dem normalen war. Ich meinte den Glänzer. Ja, ja. Oh ja, ich okay. Den längeren Paar. Ja, vielleicht werde ich auch lange still drauf hier, nur weil ich schon. Oh nee. Komm nochmal, nochmal. Angriff. Er hat uns ja jetzt nicht angegriffen. Bitte treff, bitte treff. Oh ja. 18 jetzt Euro. Heilen oh, das wir, Mindeste. Schlüssel 8. Ja. Und Level 6. Ich speichere jetzt erstmal, bevor wir nachher irgendwie auf einen Counter treffen, oder? Ja, stimmt. Mal, oh, ja, so lange ist der, so viel länger ist der gar nicht. Kann er noch rein und dann wollen wir auch mal. Stimmt. Ab in die nächste Wolle gehen. Stimmt. Wolle? Folge! Wolle! Ab in die nächste Wolle, yay! Yeah. Drei Wolle, drei Holzbretter, ein. Boah, ich schwitze jetzt, aber das liegt nicht nur an dem Kampf. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge weiter. Wir werden. Was werden wir denn für einen Raum uns gerade erkunden? Und das Lehrerzimmer, glaube ich. Das Lehrerzimmer, genau. Wir sehen uns beim Lehrerzimmer. Tschüss. Ciao. Tschüss.